Hallo Leute, mein Name ist Ulf von Fotoprofi. Heute schaue ich mir die neue Sony Vlog-Kamera ZV1 an. Eine Kamera, die sich speziell an die Vlogger richtet, also an kreative Menschen, die über soziale Netzwerke täglich neue Videos hochladen. Die neue Sony Vlog-Kamera ZV1 besitzt ein sehr wertiges und kompaktes Gehäuse, einen 20,1-Megapixel-Sensor, eine 1,8 bis 2,8 Zeiss Zoom-Optik, die natürlich stark auch an die Sony RX100-Serie erinnert. Beim genauen Hinsehen jedoch fallen große und weitliegende Unterschiede auf. Aus dem reinen Klappdisplay der RX100 wurde bei der ZV1 ein komplett schwenkbar und drehbares Display. Das ist perfekt dafür geeignet, sich selbst und den kompletten Bildaufbau stets im Blick zu haben. Wichtig ist auch, dass kein LED-Videolicht oder kein Mikrofon den Blick auf das 3 Zoll große Display verdeckt. Auch toll an dem Display ist, dass wenn ich die Kamera in die Hand nehme und das Display aufklappe, die Kamera sofort aktiv ist. Das spart natürlich unter Umständen wirklich Zeit. Als nächstes kommen wir zum Thema Zubehör. Wie ihr schon gesehen habt, hat die Sony Vlog-Kamera ZV1 einen Zubehörschuh. Den kennen wir sonst nur von der Sony RX100 Mark II. Die anderen Modelle haben das nicht mehr. Hier ist es aber sehr, sehr wichtig, da wir natürlich eine Video-LED-Leuchte oder ein Mikrofon adaptieren können. Für das dynamische Filmen empfehle ich den neuen Sony Bluetooth-Handgriff. Mit diesem Handgriff lassen sich die wichtigsten Funktionen der Kamera bedienen und ich kann die Kamera ganz bequem vor mich halten und mich selber filmen. Des Weiteren kann ich das Stativ als kleines Dreibein nutzen, heißt, ich kann mich auch aus ein bisschen größeren Abstand filmen. Diesen neuen Sony Bluetooth-Handgriff gibt es zum Marktstart als Set mit der ZV1 deutlich günstiger zu kaufen, als wenn man ihn alleine kauft. Das finde ich, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ein weiterer Punkt, der sofort auffällt, wenn man sich die Sony ZV1 anschaut, ist, dass an der Oberseite des Gehäuses ein deutlich größeres Mikrofon verbaut ist. Daran merkt man natürlich, dass Sony verstanden hat, dass eine gute Tonqualität beim Videodreh natürlich mindestens genauso wichtig ist wie die reine Bildqualität. Das eingebaute Mikrofon der Sony ZV1 ist ein großer Fortschritt zu den Mikrofonen der Edelkompaktkameras. Das merkt man alleine schon daran, dass das Mikrofon gesprochene Sprachsequenzen erkennt und störende Umgebungsgeräusche dementsprechend ausblendet. Und dieses Feature finden wir bei normalen Kompaktkameras natürlich nicht. Wem das trotzdem noch nicht ausreicht, der wird sich über einen externen Mikrofonanschluss freuen, um die Qualität nochmal zu erhöhen. Ein Kopfhöreranschluss fehlt, den brauchen wir fürs Vlogging eigentlich aber auch nicht. Durch diese ganzen Änderungen, gerade auf der Kameraoberseite, wurde auf das bekannte Moduswahlrad, was wir natürlich von den Sony RX100 Modellen kennen, verzichtet. Besser gesagt ersetzt durch den Mode-Knopf. Neben dem Moduswahlrad fehlt aus diesem Grund bei der ZV1 auch der bekannte und beliebte Aufstecksucher, den wir gerade aus den RX100 Modellen kennen. Ich würde sagen, bei dieser Kamera spielt es aber nicht eine so große Rolle, weil sie ja eher im ersten Falle die Vlogger anspricht und nicht den reinen Fotografen. Wenn man die Kamera eher zum Fotografieren verwenden möchte, würde man eher wahrscheinlich, wie gesagt, zu einer RX100 Kamera greifen. Eine Kleinigkeit am Kameragehäuse der ZV1, die vielleicht nicht sofort auffällt, ist die Signalleuchte, die hier vorne neben dem Objektiv angeordnet ist. Man sieht sofort, wenn man sich selber filmt, ob die Kamera auch wirklich aufnimmt. Das ist natürlich wichtig, weil man hat, wie gesagt, die komplette Kontrolle über die Videoaufnahme. Kommen wir nun zum Herzstück der neuen Sony Vlog-Kamera ZV1, die Videoaufnahme. Hier wurde an einigen Stellschrauben gedreht, zum Beispiel die Bildstabilisierung wurde deutlich verbessert. Das merkt man gerade beim Filmen und gleichzeitigen Gehen. Das ist die große Weiterentwicklung zu den normalen Edelkompaktkameras zum Beispiel. Was natürlich auch extrem hilft, ist der Augen-AF, der natürlich branchenführend ist. Das hilft natürlich beim Vloggen extrem weiter. Da hat Sony natürlich das Beste verwendet, was gerade am Markt ist. Diese bekannte Augen-AF hilft natürlich auch extrem, wenn man während des Vloggens
in die Kamera schaut und sich bewegt, dass wirklich das Auge im Fokus bleibt. Des Weiteren wurde softwaretechnisch verbessert, dass wenn ich ein fremdes Objekt, wie gesagt, in mein Bild halte, dass ganz weiche Übergänge erzeugt werden zwischen Objekt und Gesicht. Und das macht natürlich eine sehr schöne, smoothe Bewegung und ein sehr schönes Bild. Das funktioniert, wie auch die bekannte Touch-Tracking-Funktion, sehr zuverlässig. Aber Sony geht noch einen Schritt weiter und nutzt die Gesichtserkennung zur Optimierung des gesamten Bildes. Heißt, es werden die Gesichtstöne, die Hauttöne optimiert. Und das schafft natürlich auch den Vorteil, dass ich in der Nachbearbeitung nicht ganz so viel Zeit brauche. Daran merkt man, dass Sony das Augenmerk darauf legt, dass der kreative Vlogger natürlich so wenig wie möglich in der Nachbearbeitung machen muss, sondern sich komplett auf die Komposition des Bildes wie auch den Inhalt des Videos natürlich beschränken kann. Diesem Konzept folgend wurde auch die Bokeh-Switch-Funktion entwickelt. Das bedeutet, dass man durch einen Tastendruck auf der Oberseite des Gehäuses zwischen zwei Einstellungen wählen kann. Heißt einmal zum Beispiel, ich habe wirklich das Gesicht voll im Fokus und der Hintergrund ist schön smooth, sehr schönes weiches Bokeh, oder ich kann wirklich von vorne bis hinten eine Schärfe herstellen. Das hilft einem, um wirklich das Video einfach schnell und unkompliziert zu steuern, ohne jetzt groß ins Menü zu gehen und groß nacharbeiten zu müssen. Ein Spiel mit der Schärfentiefe, wie zum Beispiel bei der Sony Alpha 7 III, ist bei der Sony ZV-1 natürlich nicht ganz möglich, aber hierbei muss man das Gewicht der Kamera bedenken. Wir haben hier 294 Gramm. Das führt dazu, dass wir die Kamera natürlich immer dabei haben. Das ist bei einer Sony Alpha 7 III vielleicht nicht immer der Fall. Ganz wichtig, wenn man die Sony ZV-1 anschaut, man kann wirklich hochwertige Fotoaufnahmen machen, um seine Videos qualitativ nochmal mit Zwischensequenzen zu verbessern. Das spielt natürlich auch eine Rolle und das ohne große Vorkenntnisse. Serienbilder lassen sich mit bis zu 24 Bildern die Sekunde mit vollem Nachführautofokus aufnehmen. Gerade in Verbindung mit der Sony Zeiss Optik und dem 1 Zoll großen Sensor hat man da wirklich eine sehr tolle Bildqualität. Kleinbild-Äquivalent hat das Objektiv eine Brennweite von 24 bis 70 mm. Wie gesagt, da kriegt man auch mit der Lichtstärke von 1,8 bis 2,8 bei schlechten Lichtverhältnissen, bei diffuseren Lichtverhältnissen in Innenräumen wirklich eine gute Qualität hin. Natürlich kann man bei der Sony ZV-1 auch alle Einstellungen, gerade was das Videofilmen wie auch das Fotografieren angeht, manuell einstellen, um noch eine bessere Kontrolle über das Bild wie auch das Video zu bekommen. So kann man auch zum Filmen zum Beispiel speziell vorgefertigte flache Bildprofile auswählen, womit man dann später in der Nachbearbeitung deutlich mehr Spielraum hat. Bei den Aufnahmeparametern bietet die Sony ZV-1 eine 4K-Auflösung mit 30 Vollbildern die Sekunde. Da hätten sich natürlich einige auch 4K bei 60 Frames per Second gewünscht. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass beim Vlogging auch mal eine gute Full-HD-Auflösung reicht. Und wenn man gerade auch die Größe und die Qualität der Videos sieht, reicht die Auflösung vollkommen. Wenn wir uns noch die Full-HD-Parameter anschauen, da schafft die Sony ZV-1 bis zu 120 Bilder die Sekunde. Und wenn man das sieht, reicht es auf jeden Fall auch für die ein oder andere schöne Zeitlupenaufnahme. Wenn man die Auflösung dann noch mal ein bisschen reduziert, gibt einem die Kamera die Möglichkeit, im sogenannten HFR-Modus zu arbeiten mit bis zu 960 Bildern die Sekunde. Und natürlich bei der Menge an Filmmaterial, die ein Vlogger täglich produziert, muss man sich auch überlegen, dass es natürlich ein Vorteil sein kann, mit 1080 60 Frames per Second zu filmen, weil dann ist natürlich die Festplatte auch nicht so schnell voll und man hat in der Nachbearbeitung, in der Sichtung des Filmmaterials einfach den Vorteil, dass man deutlich schneller arbeiten kann. Jetzt natürlich die abschließende Frage, für wen lohnt sich die neue Sony ZV-1? Und die Antwort findet man natürlich auch schon in der Typenbezeichnung für den Vlogger. Für den Vlogger, der wirklich ein kompaktes, hochwertiges Gehäuse haben möchte, der seine Kamera, sein Equipment wirklich immer dabei haben kann, viel auf Reisen ist, viel draußen unterwegs ist und der trotzdem eine Kamera haben will,
die State of the Art ist, also wirklich alles Technische möglich macht, was gerade verfügbar ist. Um jetzt natürlich herauszufinden, ob die neue Sony Vlog-Kamera ZV-1 genau die richtige Kamera für euch ist, schaut gerne ab dem 26. Mai 2020 in unseren 8 Standorten vorbei und probiert die Kamera natürlich am besten gleich selbst aus. Und jetzt natürlich noch kurz zum Preis. Zum Verkaufsstart liegt die Kamera bei 799 Euro und in Verbindung mit dem neuen Bluetooth-Handgriff bei 899 Euro. Das, denke ich, ist auch eine wirklich interessante Kombination. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt natürlich alle gesund und bis zum nächsten Video.